Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Lost Planet 3 mit eurem kleinen Kumpel. Wir gehen durch unsere etwas leicht. Und was können wir jetzt zurückgehen eigentlich hier zu der Station? Gucken, ob die jetzt wieder ganz ist. Zu unserer leicht überfallenen Station. Sprich, wir wurden angegriffen und wir haben erfolgreich alles verteidigt. Wie ihr seht, so ungefähr sah das aus. Alles schön zerwüstet und zerschrotet. So, für die, die es nochmal sehen wollen, bitte ohne mich, die schauen einfach nochmal den letzten Part an, die das Gesammel nochmal sehen wollen. Da könnt ihr euch nochmal das Gefletscher von diesem Typen angucken. So, mal schauen, ob wir das nochmal öffnen können. Und nichts mehr drinne. Schade. Oh, Messer ist da drinne. Alter Falter. So. Und da rennt er lang. Ach, gucke, wer da ist. Den kennen wir noch. Der steht mal wieder hier vor dieser Heizung. Ich gehe kaputt. Zumindest hinten der Fahrstuhl scheint defekt zu sein. Da schweißt schon wieder einer ganz wild rum. Muss zwar die Logik nicht verstehen, warum gerade dieser Fahrstuhl kaputt ist, aber ist halt so, wie es ist. Moin Jungs, alles fit im Schritt. So, wir fahren aber erstmal ganz nach unten. Wir wollten ja noch was gucken im letzten Part. Also ich wollte was gucken. Ihr könnt wieder vorspulen. Ne, das Geräusch ist weg. Ja. Das Geräusch ist weg. Dann war es wirklich nur so ein Geräuschepack. Oder sowas würde ich sagen. So ein bisschen irgendwie so ein kleiner Matrix-Fehler der Geräusche dieses Spieles. Oh, okay. Schön zu sehen, dass hier immer noch alles so gut läuft wie... Ich wusste, dass du noch lebst. Ne weg! Wo zur Hölle bist du gewesen? Du hast also gegen einen Akriden der Klasse G gekämpft, ja. Bist auf der anderen Seite von Shaq's Peak gelandet und hast irgendwie 2 Wochen lang überlebt, bis du wieder in Funkreichweite warst. Es gibt auch mal ein schönes Schnäpschen. Zum Glück war der Mech randvoll mit Proviant und Munition. Gutes Timing, schätze ich. Keine Ahnung, ob du einen Schutzengel hast oder einer bist. Witzig, wie oft mein Schutzengel dafür sorgt, dass ich was auf den Deckel kriege. Jim, ich glaube dir natürlich, aber ich habe das Gefühl, dass etwas mehr hinter deiner Geschichte steckt. Tja, jetzt wo du es sagst, da wäre noch was. Was ist... Der kennt das schon. Ich habe das Gefühl, dass du das schon weißt. Keine Spielchen, Peyton. Was hast du gefunden? Sag du mir, was ich gefunden habe. Wir sind die ersten Menschen auf diesem Planeten, also habe ich keine 50 Jahre alte Nevek-Basis gefunden, oder? Bitte nicht so laut. Ist das alles, was du zu sagen hast? Zumindest weiß er das. Der weiß mehr als genug davon. Jim. Es war nicht meine Idee, die erste Kolonie geheim zu halten. Das war eine der Bedingungen, der ich zustimmen musste, damit Nevek dieser Mission grünes Licht gab. Deren Image ist denen extrem wichtig. Die tun alles, um ein solches Debakel zu vertuschen. Ah ja. Koronis sollte weit entfernt von der ersten Stelle landen. Doch der Sturm hat uns hier zur Landung gezwungen. Näher an der Wahrheit, als ich zu hoffen gewagt hätte. Gehofft? Warum solltest du das hoffen? Deswegen. General Charles Braddock, Kommandant des ersten kolonialen Expeditionskorps von Neo-Venus. Dein alter Herr hat die erste Kolonie angeführt? Angeführt und verloren. Danach war er nicht mehr derselbe. Etwas ist hier geschehen, über das er nie reden wollte. Und wir werden das wahrscheinlich rausfinden. Hier, um den Traum deines Vaters wahrzumachen, sein Versagen wieder gutzumachen? Ich bin hier, um die Energiekrise zu lösen. Und vielleicht Antworten zu bekommen mit deiner Hilfe. Zumindest scheint sein Vater etwas sportlicher gewesen zu sein. Ein Auftrag für Ermittlungen. Nicht für die Koronis, sondern für mich persönlich. Und für deine Diskretion bezahle ich dir eine Prämie. Damit ich auch alle anderen anlüge? Wenn Nevek das hört, holen die sich die Mission zurück.
Okay. Dann stellen Sie unter paramilitärisches Oberkommando. Ich lüge ungern, Jim. Aber es ist das Beste. Vertrau mir. Ich will sehen, was ich tun kann. Tja. Und damit sind wir etwas weiter, was die Wahrheit angeht, mit Nevek. Es ist offiziell bewiesen, also zumindest der Kommandant wusste... Ah ja, Jim, ein Nachschubcontainer ist angekommen, als du weg warst. Und wenn ich mich nicht irre, haben wir alle Teile, die wir brauchen, um bei deinem Mech wichtige Upgrades vorzunehmen. Eines davon ist ein Schweißbrenner. Ich habe einige Aufträge an der neuen Pipeline für dich und da wirst du schweißen müssen. Das andere Upgrade, das soll dir am besten Gale zeigen. Gut, dann würde ich sagen, dann geht's gleich mal auf zu Gale. Ja. Beziehungsweise könnten wir gucken, ob das jetzt Dings gibt hier. Das ist da noch eine Mission für Munition. Mache ich jetzt gleich mal. Wird wahrscheinlich wieder bloß so ein. Wir laufen mal eine Runde durch die Station Port. Ich finde es zwar deprimierend ein bisschen, dass man hier. Okay. Wärst du eigentlich irgendwann mal hier fertig? Ich finde es eigentlich deprimierend, wie gesagt, dass man immer so weit rennen muss. Es könnte etwas abgekürzt sein. Hier ist was Rotes. Sag mir nur, dass er nicht besser geworden ist. Hör mal zu. Da oben ist einfach. Also laut diesen Teil sitzt da oben ein Feind. Haha. Da oben ist der Feind. Ja! Und ich kann ihn nicht erschießen. Gut, ich habe keine Ahnung, warum da jetzt so ein roter Punkt ist. Ist mir auch relativ Latte. Kaffeelatte. Weil, ja. Ich würde alles hier eine Platte machen würde. Tja. Hätte schon eine Platte wie so ein Kopf. So, zumindest sieht es schon mal besser aus. Also ich denke mal, vielleicht kriegen wir jetzt zu unseren neuen Waffen, die wir haben. Wieder neue Sachen. Die wir an der speziellen Munition uns erholen können. Falls er wieder einen Auftrag für uns hat. Na? Und hoffentlich ist der jetzt auch hier da. Ja, ja, du bist das. Guck mal, die sind schon alle wieder fleißig am Arbeiten. Ich habe die Befürchtung, ich muss wieder hier durch. Jo. Ach ja, dieser Scanner wieder. Oh, also das ist schon ein bisschen, naja. Pervers. Nervig pervers. Was ist jetzt? Darf ich weiter? Komm, hör auf mit Scan. Mach! Lass mich durch! Schön aufgeräumt haben sie zumindest. Halt, da war was. Da. Ein Audiolog. Blanker Hass schlug dem Präsidenten bei seiner Rede am Dienstag entgegen. Seiner ersten seit 2 Jahren, als sich die Schuldenkrise aufgrund steigender Benzinpreise abzeichnete. Na, das ist ja auch jetzt schon bei uns, oder? Demonstrierten gegen die radikalen Sparmaßnahmen, mit denen milliardenschwere Konjunkturpakete finanziert werden sollen. Die Proteste dauerten trotz des Einsatzes von über 6.000 Polizisten an, mit denen die Hauptstadt abgeriegelt werden sollte. Und trotz der Versuche des Präsidenten, die Demonstranten mit dem Versprechen zu beruhigen, auch weiterhin nach alternativen Energiequellen zu suchen, gehen Analysten davon aus, dass diese neuen Sparmaßnahmen die Rezession um ein drittes Jahr verlängern werden. Sie sehen IBR und mein Name ist Suzanne Lee. Oh, hallo Suzanne Lee. Gut, hätten wir das Thema auch geklärt. Da oben ist er. Mal gucken, ob er was für uns hat. Wissen Sie was? Wir haben es geschafft. Wobei, eigentlich nicht. Was denn? Das habe ich nur zur Motivation gesagt. Ich hoffe, das war gut für Ihre Moral, denn ich brauche mehr Proben. Oh nein, nicht die Viecher. Gut. Tarka sind jetzt unser nächstes Ziel. Wenn wir die mal über den Weg laufen sollten. Naja, machen wir schön. Ich glaube, das wird ja mal angezeigt, wo dann was ist, ne? Könnten wir uns eigentlich mal was anzeigen lassen. Erstmal gehen wir zu Gale. Jogan, jetzt taucht ja auch das Vieh auf. Zu Gale. Zum geilen Gale gehen wir jetzt. Sobald wir mal diese da doch so nervigen Türen hier weg haben. Arbeitung. Verarbeitung.
Dann. Und auf mit Gebrüll. Eine Runde drehen für den kleinen Johannes. Denn der kann es. Yep, ein Ladebildschirm. Es gibt nichts Schöneres als ein Ladebildschirm. Um seine Mech in einer Skizzenversion zu sehen. Mhm. Um dann wieder in der neuen Seite mit einem aufgemachten Gedachen-Solo begrüßt zu werden. Da-da-da. Oh, gut, da ist er. Jim Peyton. Jo. Wie schön, Sie wiederzusehen. Ja, freut mich wir auch, dich wiederzusehen. Wir haben alle mit den Schlimmsten gerechnet. Ich bestehe darauf, dass wir zusammen über das reden, was Sie durchgemacht haben. So viel Einsamkeit, Isolation, Todesangst. Will die mit mir ins Bett oder was? Sie haben sich da draußen keine magischen Schneemenschen eingebildet, oder? Nee. Das war nur ein Scherz, Jim. Im Ernst, machen Sie einen Termin. Tja, ich würde gerne mit dir einen Termin machen, aber ja, nicht zum Quatschen. Oh Baby, ich quatsche mit dir. Salat und Reis und Schüsseln. Na komm, rein. Da steht aber noch und guckt sich ganz gemütlich die Maschine an. Ey, das muss Spaß machen. Irgendwas muss da Phänomenales an dieser Maschine sein, dass man sich das so reinklotzen kann, auf Deutsch gesagt. So, das ist immer eine Etage tiefer. Ist ja wunderprächtig. Dann wollen wir mal ab zu Gale, zum geilen Gale. Mann, Jim, bin ich froh, dass du zurück bist. Das waren ein paar lange Wochen. Ich hab die ganze Zeit gewusst, du schaffst das. Hab nie an dir gezweifelt. Ah, wird Braddock sich doch freuen. Sein Liebling ist zurück von den Toten. Ach, La Roche. La Roche freut sich auch, dich zu sehen. Hey, ich hab wichtige Upgrades für dich. Da sind Teile für einen Acetylenbrenner gekommen. Sexy, was? Baue ich ruckzuck zusammen. Aber das andere Upgrade... Da ist viel Chirurgie nötig, aber du wirst drauf stehen. Ein Willkommen-zu-Hause-Geschenk von Braddock und mir. Du hast ein Dynasty 2 mit Schwungarm, plattformkompatibel. Alle Bohrungen passen, also geht eine volle Konvertierung. Bist du dabei? Ich vertraue dir, Gale. Und wenn du Mist baust, reiß ich dir die Arme ab. So! Schwarzer Bildschirm mit Hintergrundgeräuschen. Oh ja. Hätten sie sich was Besseres einfallen lassen können. Nee. Das wär's, Jim. Mein Meisterstück. Dein Mech kann sich jetzt in eine Bohrplattform verwandeln. Die Federung kann sich etwas straffer anfühlen. Tut mir echt leid. Aber du flippst aus, wenn du siehst, was dein Mech jetzt kann. La Roche, betteln zwecklos. Du hattest deine Chance. Schick, aber nutzlos. Was bringt einem eine Bohrplattform, wenn man nicht weiß, wo große Thermalvorkommen sind? Psst, du verdirbst die Atmosphäre. Jim, du hast jetzt einen Oxyacetylenbrenner von Mitchell Industries. Doppel 1:50 Sauerstoffregulatoren mit angepasster Thermadünespitze. Nur eine kleine Flamme zum Schweißen und Schneiden, also nicht zum Abtauen von Eisbergen. Nicht zu Pyromanen. Ich bin stolz auf das Ding. Achte nur auf die Ventilversiegelungen des Zylinders. Und der Frankenstein-Mech wächst weiter. Ja. La Roche, kann ich einen Moment mit Gale allein sein? Ich will mir das hier eh nicht antun. Au revoir. Au revoir. Hör mal, Gale. Ah, La Roche, das ist kannst cool. Kannst du mir Ersatz für diesen Aufbereiter besorgen? Alter, das Ding ist locker 50 Jahre alt. Ich glaube nicht, dass ein moderner Ersatz da funktioniert, wo das Ding hierher kommt. Aber ich kann sehen, ob ich ihn reparieren kann. Okay. Hätten wir das Ding für Mia auch abgegeben. Zum Mech zurückkehren. Mech und Bohrplattform erweitert. Oh, guck mal, da geht dahinter mein Mech. So, wir könnten nicht mal gucken. Haben wir eigentlich cool. Spezialteile? Was sollen wir heute machen? Wahrheit, Jim? Wie hast du 2 Wochen in der Wildnis überlebt? Winde. Was? Verlängerte Winde? Nehmen wir mit. Ja. Reichweite für die Winde. Und dann kam eine schöne Schneeprinzessin und hat mich in ihrem Geheimversteck geheilt. Was man halt erwartet. Schön. Sonderpunkte für Kreativität. Okay. Die richtige Story höre ich, wenn ich den Aufbereiter repariert habe. Der Hund kann niemals Panzerung. So sein, was? Aber noch mehr davon und du fällst um. Tja. Und das wäre nicht so gut. Gut, damit bis hätte sich Mal, das... Boss.
Tschüss. Das, damit hätte sich das auch geklärt. Und dann gucken wir nochmal, ob der gute Waffenchef für uns sowas hat. Für unsere Waffen. Ja, ja. Und was haben wir denn so feines im Angebot? Scheibengranaten. Scheibengranaten. Extra Granatenslot. Okay. Spezialkomponente? Nö, brauchen wir nicht, aber wir können uns Scheibengranaten kaufen. Siehst du, da zeigt sich der wahre Kenner. Und ein extra. Fliegt schön geradeaus. Man kann nie zu viele Granaten bei sich haben, wenn du. Guter Kauf, guter Kauf. Was hast du draußen, Kleiner? Spind öffnen. Und wir packen uns mal eine runde Scheibengranate ein. Ja, eine runde. Denke ich mehr Power. Der macht weniger Schaden als eine normale Granate. Aber die ist rund. Die ist cool. Oh, wir haben noch 3000 Tank, das ist nicht viel. Nö. Dann wollen wir mal zurück zum unseren Mesh. Und Ding. Ja. So. Jetzt, wo dein Mech das Upgrade hat, kannst du das bei einem T-Energievorkommen tief unter den North Plains ausprobieren. Braddock out. Okay, wir checken nochmal ganz kurz unsere Mission, was wir alles so haben. Missionen, habe ich gesagt. So, was? Baileys Cross? Ich weiß, Arbeit ist Arbeit, aber ich hasse es, wenn ich wegen des Auftrags meinen Mech verlassen muss. Verstehe ich zwar jetzt nicht, aber egal. Ich mache lieber mal auf zu Dias alte Station. Achso, Dias und Dings ist... Oh, da könnte man eigentlich mal hinmachen. Gut. Dann sammeln wir noch die... Das ist da noch die Teile ein. Die. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Die Tank-Energievorkommen, damit wir wieder ein bisschen Tank haben. Rücktaste, um eine Schnellreise durchzuführen. So. Wo haben wir denn? Killing Fields. Ich würde eigentlich jetzt. Na, gut, dann laufen wir halt. Dann laufen wir halt dorthin. Korondes wird betreten. Wenn es nicht anders geht. Hab das Problem gefunden! Verdammt, Gale! Oh, sorry, Alter. Ach, der Gale ist der Oberbrunner. Du weißt nicht, dass ich hier bin? Kannst du dich an unser Gespräch über Privatsphäre noch erinnern? Nee, echt nicht. Der Gale ist der Oberbrunner. Natürlich nicht. Ah, der Geld, der Geld, der Geld, der ist einfach so Oberkracher schlechthin. Alter, über den könnte ich mich pausenlos kaputt reißen. So, dann mal wieder auf zur Kuronis. Und wir laufen jetzt noch die nächste Tankstation ab. Gucken, wenn wir irgendwann mal mit diesem Fahrstuhl irgendwo hinfahren können. So. White Canyon Jinxen irgendwas. Ah, wird es sogar angezeigt. Ich muss mal gucken. Es kann doch sein, dass ich wirklich Treibstoffdepot würde betreten. Tja. Tja, ja, ja. Dadam, dididam. Okay, dann. Rumpf. Das machen. Tun wir uns mal kurz ein bisschen Tank-Energie holen. Achso, Schweißbrenner. Ah, wie Waffenwechsel ist ja interessant. Gut. Ach, guck an. Heute ist ein Begrüßungskomitee. Und wir haben 4 Scheibengranaten. Ja, dann checken wir mal, wie die sind. Und der noch einen her. Oh, die sind cool. Ja. Scheibengranaten sind cool. Oh, da bleiben wir gleich oben. Wir machen heute mal Scheibengranaten werfen. Ja.
Und noch mal einen rein. Ja, wir sind immer hinterher, ja. Und? Ja, nicht ganz voll, oder was? Du hast überlebt. Och, lauf doch nicht weg. Okay, ich sammle zwar jetzt keine Energie dafür ein, aber naja. Der Spaß ist es wert. Mit Scheibengranaten auf Gegner zu werfen. Einfach nur, weil es cool ist. Was habe ich denn hier überhaupt für eine Waffeneinstellung hier, bitteschön? Wer hat denn diesen Rommel mir eingebaut hier? Eieiei. Was nehmen wir den mal mit? Drum, drum. Was hat man denn? Wo ist das denn? Die? Und die. Jo. Gut, schon viel besser. Gucken wir schon ein bisschen Denkenergie abkriegt. Ah, das sieht eher schlecht aus. Na, das kommt schneller. Ja, das kennen wir mehr. Und. Ja, nicht viel, aber ein bisschen. Ein bisschen. Na gut. Renn. Mein Freund. Renn. Oh, das klingt ja gar nicht so toll. Ne? Nee, E will ich nicht drücken, brauchen wir nicht. Oh, diese Strecken. Diese wundervollen Strecken. Das war natürlich ein Witz mit wundervoll. Ich hasse sie gerade. Das ist cool, ne? Hier. So, die Scheibengranaten sind am Gürtel. Da brauchst du nicht mal gucken, wie viel du hast. Du siehst es ja im Prinzip, wie viel Scheibengranaten man hat. Man sieht es. Und den Gegner hört man. Hallöchen. Guten Tag. Die Türen sind verschwunden. Naja. Du, mich auch mal kreuzweise. Da spuckt mich schon wieder jemand an. So. Einfach drauf, wie geht es? Er stirbt doch einfach mal eine Runde. Ja. Und rein mit dir. Oh. Alter, hör auf da vor zu stehen. Ich sag dir was. Was? Das wollen wir zu viel? Na gut, dann nochmal. Die Waffe hier. Latte. Kommt zur Bobby! Alter! Nerv mich nicht ab hier, ihr Mist wieder! Gott, ihr Gott, seid ihr nervig! So! Als erstes gehst du mir erstmal mörderisch auf den Sack hier. Alter, hau ab hier. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Oh, Alter, wieso triffst denn du auch noch so gut? Endlich erstmal den Nachschub singen lassen hier. So, und das nervt. Jetzt geht's erstmal dir da hinten an den Kragen. Ich nerv tot, elendiger. Kruzifix. Noch irgendjemand mit irgendwelchen Problemen hier? Sache, gibt's wirklich noch einen mit irgendwelchen Problemen hier? Mann, du. Noch irgendjemand.
Ich stelle fest nicht, ich habe meine ganzen Scheibengranaten zerjammert. Ist doch wunderprächtig. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Muss ich ehrlich mal so sagen, wie es ist. Nee, halt die Bombe. Dann heben wir uns einmal lieber für diesen zweiten Fort auf, wo dann die ganzen Viecher sind. Ja, diese Sprengfallen wieder. So. Gut. Also, das Ding dahin gebastelt hat. So, hier gibt es aber keine Ersatzmunition, das ist deprimierend. Ja, ja, die mich auch. So, danke fürs Gespräch. Boah, ich will doch nicht wieder dort rein. Ah, ja. Also, interessant war ja mal ein bisschen Nachschub an Munition und schon ist ruhig. Gut, ich würde sagen, jetzt. Nee, jetzt können wir mal nachladen. Hier mit der anderen. Oh mein Gott! Ich habe gerade gesehen, dass meine andere Schrotmunition auch langsam zur Neige geht. Das wiederum ist schlecht. Also heißt es, schnell machen. Out. Na. Alter. So, weiter geht's. Alter, gehen wir nicht auf die Eier. Nervt nicht ab. Komm, lad nach. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich habe Termine. Ich habe noch keine Ahnung welche, aber ich habe welche. Okay. Scheint es das ja schon mal gewesen zu sein. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet, aber egal. Lieber weniger als zu viel. Als viel. Ein bisschen den Platz hier freiräumen. Und hier gleich wieder eine nervende Gegnerparty. Dann weckt er mal den ganzen Rotz hier. Oh, knapp, wir nehmen auch mal eine Runde vorbei. Und. Okay. Dann sammeln wir uns jetzt mal die schöne Energie ein. Los, komm. Bing. Und was kriegen wir? Haben wir was drin? 2500. Okay. 2500 und kaum noch Munition. Ja, ich liebe es, wenn sowas läuft. Naja, egal was, wir nehmen jetzt die Munition, weil andere Munition haben wir eh nicht mehr viel. Schnief nicht so. So, da laufen wir jetzt noch bis zum schönen Mech zurück. Und dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Naja. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt abschießen musste, aber da ich keine Tank krieg. Ich würde sagen, es geht ums Prinzip. Habe ich das eigentlich richtig? Ja, na mal schön. Das ist aber auch eine echt beschissene Höhle hier. Ja, hier ist dieses Loch. Und weg war sie. Ja, warum nicht gleich so? Wenn es nicht so teuer wäre, die Munition, würde ich ja sogar nur noch die Munition nehmen. Leider ist er nun mal zu teuer. Und daher, was soll es. Muss man halt mal Nachschub kaufen gehen. Oh, die Stille. Keine Akriten. Ich nehme es zurück. Doch, Akriten da. Wer ist verfolgt? Nö. Okay. Und rein im Treibstoffdepot. Mal gucken, ob uns da jetzt wieder irgendwelche Monster erwarten. Ich habe schon die Befürchtung, dass drei solche großen wieder sind, wie gerade eben. Würde ja standardmäßig zu diesem Spiel passen, weil es immer so war. Aber, naja, schauen wir mal.
Solange wir jetzt auch bis zu diesen Munitionsnachladen-Dings kommen. Ach guck, einen. Hab ich's nicht aber gesagt. Drei Akriten. Na komm her. Und. So, drei Akriten. Lauf schneller, Peyton. Jump, Peyton. Lauf! Hier los! Wie, du überlebst es auch noch? Na, wo bist du jetzt, komm? Na, knapp daneben ist auch vorbei, mein Freund. So. Easy going, würde ich sagen. Naja. Das ist gerade lohnt, die vier zu schießen, aber egal. Da. Oh. Komische Geräusche. Ach, da ist noch was. Na komm. Hobby, hobby, kalobby. So, und jetzt nichts wie zurück zum Mech. Die guten alten. Und dann ist auch der Part in der Hinsicht auch schon zu Ende. Heute mal wieder etwas länger. Also bis dahin wünsche ich euch dann mal viel Spaß. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Lost Planet 3 mit eurem kleinen Kumpel. Und dann suchen wir erstmal die zweite Tankstation für die Kohle. Und dann schauen wir mal, was uns noch so erwartet. Ciao!